Hey guys und willkommen zur neunten Folge Mike's mit Boost XR. In der heutigen Folge bauen wir einen Stall für die Tiere, die wir dann irgendwann später noch haben werden, aber ich weiß nicht wann. Das werden wir dann sehen. Also, aber auf jeden Fall brauchen wir zuerst mal Materialien. Dankeschön, ich habe vergessen, meine Axt nach vorne zu nehmen. Okay, mir fällt gerade auf, die Axt ist doch gar ein bisschen kaputt gegangen. Ja, und irgendwie fällt mir gerade auf, ich tue so, als ob das Video schon vor 10 Minuten oder so gestartet hätte. Alles klar. Hier ist ein graues Schaf. Ist das selten in Minecraft? Warte. Ne? Scheiße, okay. Soll ich dich direkt in meinen Stall bringen, ne? Ah, schubse ich noch. Okay. Alles klar. Aber ich würde sagen, wir dürfen gar nicht so lange Zeit verlieren. Dann würde ich sagen, fangen wir direkt an dem Baum zu fällen. Ich würde sagen, fällen wir direkt mal diesen Baum hier. Du. Und zackli. So, keine Sorge, dich fäll ich schon nicht, du blödes Schaf. Oh, jetzt habe ich noch. Okay. Alles klar, also konzentrieren wir uns erstmal auf die Baumfellarbeit. Auf jeden Fall, Leute. So. Mal schön abbauen, Leute. So, ich weiß auf jeden Fall, da, um einen Stall zu machen, gebrauchen wir Zäune, einen Zaunturm und dann noch mehr Holz. Aber ich schätze mal, das müsste heute schon ganz fertig werden. Ihr könnt mir auch mal gerne in die Kommentare schreiben, welche Tiere ich anloggen soll. Mit Knochen kann man Hunde ziehen. Die haben daneben so ein Halsband, das man dann auch färben kann. Am Anfang ist es rot, aber das kann man auch färben. Aber wie das geht, weiß ich nicht. Leider nicht. Man kann auch machen, dass er sitzt und dass er steht. Und ja, und aber mit Knochen kann man... Ich habe sogar Knochen, aber das Doofe ist, in meiner Gegend befinden sich irgendwie gar keine Hunde. Das heißt, vielleicht heute werde ich nicht fertig. Und mir ist schon aufgefallen, dass da vorne gerade ein zweites Dorf war. Das könnte man doch auch schnell ausrauben gehen. Komm, ich werde das mal sagen, da gehen wir mal ganz gut schnell hin. Hier haben wir auf jeden Fall die Kürbisse gefunden. Und da haben wir kommen. Ich würde sagen, ich konzentriere mich jetzt einfach mal auf die Arbeit. Vielleicht werden wir dann irgendwann schon noch später dahin gehen. Ich habe hier schon mal so ein Dorf ausgeraubt. Der Braustein steht schon mal im Baumhaus, doch die Glocke steht in meiner zweiten Etage. Was ihr die Folge schon gesehen habt, da wo ich auf Reise gehe. Oder nö, ich glaube, es war erst in der siebten Folge, weil ich habe mich am Ende verlaufen. Und ich habe extrem viel Holz. Und zack, wenn man einfach mal Sticks. So, ich weiß nicht, ob 12 reichen. Ich weiß nicht, wir haben ein Stack Holz und dazu noch 54 Holz. Also ein Stack und 54 Holz. Mega geil. Okay. So. Und dann sind wir schon hier angekommen. Auf jeden Fall, Leute. Irgendwann werde ich dann noch so eine Folge machen, wo ich mich dann weiter zu in die Erde buddle. Die in der letzten Folge, als ich da Redstone gefunden habe. Auf jeden Fall, irgendwann, Leute, ist das auch unser Ziel, einmal so eine Unterwassertunnel zu machen. Aber ich glaube, dafür brauchen wir noch mehr Redstone. Und ja, oh, nicht. Oh, zum Glück bin ich nicht auf Tropenzaun gekommen. Okay. Aber ich, ja, ich habe einen Zaun zu. Alles klar. Dann würde ich sagen, fangen wir schon mal an der Arbeit alles an. Hier ist unser Campingplatz. Okay, das ist unser Baumhaus, Leute, ja, glaube ich, ja. Alles, würde ich sagen, fangen wir einfach mal hier an unserem Stallbau an. Ihr werdet ja sehen gleich, wie das aussieht am Ende dann. So, bauen wir das hier. Oh, Gott sei Dank habe ich meine Axt mitgenommen, die aber auch gleich am Arsch sein wird. Und wenn du dich immer verbaust hier, Klinoren, so ein Spaß. Okay, alles klar. Von hier mache ich dann zwei Schichten. Falls ihr euch fragt, für was die Zäune da sind, das werdet ihr dann schon noch erfahren. Okay, die Zäune sind für... Hä? Nur ich hätte mir noch Zäune machen sollen. Ich habe die gar nicht gemacht. Die Sonne geht auch schon gleich unter. Können wir den Sonnenuntergang noch ein bisschen beobachten? Es ist schon schön, ne? Irgendwie liebe ich Minecraft einfach, aber ich würde mal sagen, bevor die ersten Monster kommen, legen wir uns sofort schlafen. Irgendwie komme ich in diesen Baum gar nicht mehr hier rein. Ah doch. Alles klar. Und ich würde sagen, wir legen uns schlafen. Ich habe gar nicht die Zäune gemacht. Aber ihr werdet dann jetzt schon sehen. Eigentlich hätte ich die Zäune noch gar nicht platzieren sollen. Ich bin noch viel zu spät, das werdet ihr dann später schon noch erfahren, für was ich dann die Zäune gebrauche. Alles klar, dann machen wir uns 9 Stück. Habe ich 9? Oder? Ich habe gar kein... Ah doch, ich habe 6. Reicht das nicht? Ich würde sagen, ich mache mir noch mehr. Ich mache mir aber nur noch 1. Und zack. So, jetzt habe ich noch 2 Sticks, aber warte schnell, ich rechne was. 83 Holz, nö. Doch, 83 Holz habe ich das, wenn man die 6 zusammenrechnet. Wir brauchen jetzt eh noch eine zweite Schicht. Beim Zauntor brauchen wir nicht eine zweite Schicht. Machen wir dann schon nicht. Wir brauchen dann noch das Dach aus Holz zu ersetzen. Und... Wegen hier sieht meine Map langsam gar nicht schön aus. Und jetzt muss ich hier wieder hoch. Hier, super. Haben ja extrem viel gebracht. Spaß.
Sag mal einfach nur so. Okay, und jetzt fange ich am Anfang zu steckern. Oh mein Gott, na, das wird noch lange gehen, bis du das endlich gelernt hast, dass du dich nicht verbaust. Den Boden, den können wir schon aufs Gras lassen, weil den Tieren ist es eigentlich scheißegal. Also, beziehungsweise ist es eigentlich auch alles scheißegal. Irgendwie sieht es nicht so schön aus. Na, ist doch egal. Ich stelle mir nur noch mehr Holz, wenn ich das jetzt nochmal versuche. Also, auf die Zäune können wir dann endlich draufgehen. Ich noch eins hören, ne? Also, ich würde jetzt mal sagen, danke. Danke, dass du jetzt wieder was machst, wo ich eigentlich gar nicht will. Kleiner Hurensohn, jetzt komme ich dann da gar nicht mehr hoch. Jetzt verschwende ich mir nur noch mehr Holz. Jetzt muss ich nur noch mehr Holz verschwenden. Warte. Und ja, das hat da ganz gut funktioniert, ne? Alles klar, Waldemar. Können wir dasselbe noch auf der anderen Seite hier machen? So, wartet schnell. Und mal das so natürlich. Das kann ich jetzt schon mal abbauen, würde ich aber sagen. Diese anderen da auch. Oh, hier habe ich schon abgebaut, okay. Alles klar. Da kommt dann das Dach hin auf diese Zäun-Dingsbumser. Boah, Alter, ich hätte gedacht, du fährst jetzt runter ausgesehen. Verbindet sich das nicht da mit dem Baumhaus? Ist egal. Okay. Ich hätte gedacht, es verbindet sich da. Aber nimmt man offenbar nicht. Und ich habe gar nicht mal genug Zäune. Ich habe mich übrigens nicht wegen den nicht genügenden Zäunen aufgeregt, sondern weil er sich dann wieder verbaut hat. Ich glaube, das geht schon noch 140 Milliarden Folgen, bis er das lernt, dass man sich nicht verbauen darf. So, einmal hoch und zack. So, und dieses Lagerfeuer ist wie ein echtes Lagerfeuer. Ich muss aufpassen, dass ich da nicht reinstehe. Aber so dämlich ist Boost Bikes eher schon nicht. Also ich glaube, ich brauche nur noch 3 Zäune, um diesen Kram zu machen. Außer er verbaut sich mit den Zäunen einmal. Nur Spaß, die kann ich ja dann wieder abbauen. Wäre aber einfach ein bisschen scheiße, da wieder hochzukommen. Wieso benutze ich jetzt eigentlich den Weg, der viel längsamer geht, da hinzukommen? Voll blöd eigentlich von mir. Ja. So. Wegen diesem Block meinte ich das dann mit dem Abbauen nicht. Auf jeden Fall. Und zack, das Holz werden wir auf jeden Fall noch gebrauchen. Und ich würde sagen, den Holzblock kann ich jetzt auch mal abbauen. Bitte sag mich kriegen. Aber klar, dass ich den nicht kriege. Okay. Ich hätte den noch lassen sollen. Ich muss sogar 2. Und zack. Runter. Und zack. Okay, und jetzt kommt noch das Dach, Leute. Ich muss echt aufpassen, dass ich hier runterfalle. Wieso gehst du nicht in den Duck-Modus? Du läufst einfach schon weg. Ich habe eigentlich gar nichts gemacht. Ah, beim Zaun bin ich jetzt angekommen. Okay. Kann schon mal noch. Geht es nicht, da, was ich machen wollte? Doch, das müsste schon gehen, ne? Ja, okay. Hier einmal durch. Und zack. Wir müssen nämlich hier ein ganzes Dach machen. Okay. Und dann jetzt hier durch, so. Macht ja noch richtig Spaß, hier zu bauen. Ich liebe Minecraft auch. Minecraft ist das bekannteste Spiel, das schon ungefähr 12 Jahre alt ist. Ich kann es sich gar nicht mehr vorstellen, aber im Jahr 2009, also als sie das gemacht haben, als es 1 war, das sah noch ganz anders aus natürlich. Da konnte man noch nicht so gute Spiele machen. Wie als ich geboren bin, nicht was. Okay. So, ja, mal schön bauen, Leute. Wir werden sogar noch mit dem Stall fertig. Erst rechts sind wir dann fertig, wenn wir noch Tiere drin haben. Aber was für Tiere sollen wir da reinbringen? Schreibt mir das doch schon mal gerne in die Kommentare. Und irgendwie habe ich schon wieder darüber nachgedacht, wir sind noch gar kein einziges Mal in diesem Projekt gestorben. Denke ich, wir schaffen es bis zur Folge 10 in diesem Projekt nicht zu sterben. Ich glaube, ich kenne einen Ort, wo wir zum ersten Mal sterben werden. Und zwar das Nether. Aber ich glaube, bis ich da bin, habe ich dann schon verzauberte Waffen. Und dann müsste das also eigentlich schon gehen. Wie geht's bei unserer Farm? Ah, hier ist alles gut. Wir haben noch mehr Weizen, damit können wir uns dann Brot machen. Ich würde jetzt mal sagen, wir pflanzen alles nochmal an. So ist ein guter Gärtner, Leute. Und übrigens, wisst ihr, was ich noch machen kann? Ich kann jetzt eigentlich mein Feld noch erweitern. Hier unten. Irgendwann wird es dann sicher noch größer sein, aber das geht noch jetzt ein Weilchen. Und sage ich, habe immer noch 2 übrig, aber ist doch egal. Ich darf nämlich nicht da drüber laufen, sonst geht das Feld kaputt. Wisst ihr, was ich eigentlich machen könnte? Ich könnte mir so eine Kiste machen, wo alles drin ist, was ich für die Farm gebrauche. Wäre doch eigentlich noch gut, oder? Würde ich sagen, platziere ich die einfach mal hier im Boden. Dann lagere ich hier einfach alles drin, was ich für die Farm gebrauche. Sogar die Hake lagere ich noch hier drin. Und ohne reinzustehen und zack. So, war doch eine gute Idee jetzt von mir, oder?
Nö. Okay. Aber auf jeden Fall, das ist für die heutige Episode Minecraft mit Booster XR erstmal gewesen. Die nächste Folge, Folge 10, kommt übermorgen am Abend raus. Das könnt ihr euch schon mal im Kalender eintragen. Übermorgen am Abend. Und ja, ich würde sagen, dann sehen wir uns auch im nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao, ciao.